Wir haben Samstag, den 25. Juni. Es ist wieder kalt geworden, trotz dem schönen Frühling. Es ist 8 Grad da hinten, oberhalb von Bergün, da in Kanz. Ich spreche es jetzt so aus, wie man schreibt da. Bündner werden es mir verzeihen, hoffentlich. Und ich werde eine neue Aktivierung machen, da hinten. Ja. Und bin relativ früh aufgestanden und laufe jetzt als erstes Ziel laufe ich da in den See hinterher. Ich muss um den Berg herumlaufen. Ja, und den Rest werden wir dann erfahren. In diesem verträumten Bergdorf schmeckt es schon fein nachts morgen und Holzfeuer. Es ist sehr abgelegen da hinten, die Ortschaft. Ich habe mich jetzt einmal versucht zu orientieren. Da steht es doch schon drauf. Mein erstes Ziel. Leiderweise. 2 Stunden. Das ist der Bergsee. Der Ausgangspunkt nachher, um auf den Grat aufzusteigen. Vom Piz Murtelet. Piz Murtelet. Das ist das Ziel des heutigen Tages. Ich hoffe, dass ich hochkomme. Man weiss es natürlich nicht, ob es wird klappen. Ich war noch nie da oben. Da gibt es immer natürlich sehr viele Sachen, die man nicht weiss. Oder die nicht ganz klar ist. Und so laufen wir Etappen um Etappen. Schauen, dass man die einzelnen Etappen fehlerfrei bewältigen kann. Und hoffe dann eigentlich, dass man am Schluss auf dem Berg oben steht. Der Weg führt jetzt tief hinten in das Bergtal. Val d'Or heisst es. Links sehen wir noch einen Teil von der Vulkankette. Hier in der Morgensonne. Und ich habe 2 Stunden T3. Mal hinten laufen und hochlaufen zum Bergsee. Achtung, es lauert der Bello. Aber ich friss ja kein Schaf. Und rennen tue ich auch nicht den Berg darauf. So hoffen wir doch, dass wir an diesen Herdenhunden vorbeikommen. Wunderbar, der Bergbach, wenn er hier runterfließt, im Val d'Or. Der Weg ist wunderschön dahinter. Es geht ein kleines Stiefchen hoch. Obendrauf sehe ich bereits einen Adler, der seine Runden dreht, hier über dem Tal. Ich denke, man wird es nicht sehen auf der Kamera. Er ist zu weit weg, aber er hat eine enorme Spannweite. Val d'Arraweisse habe ich hier gelesen. Und ein bisschen weiter oben speidet schon wieder ein Herdenhund rum. Aber es hat Leute. Ich sehe, sie machen Hege. Ja, der Retourweg wird sicher lustig. Eine Stunde ist vergangen. Ich habe 10 ab 8. Der Weg kommt immer weiter hinterher. Das heisst auch, dass die Sonne hier durch die Lücke durchkommt. Und da vorne würde ich mal sagen, Pulli ausziehen, Pause machen und dann weiterlaufen noch bis zum See. Die Navigation ist einfach da. Einmal auf dem richtigen Weg. Ich kann nicht viel schief gehen. Einfach den Weg nachlaufen bis zum See. Und nachher muss man die Situation neu prüfen, muss man auf der Karte schauen, wie man dann auf den Ostgrat kommt.
Ich laufe hier eine kleine Anhöhe hoch. Und was kommt für den See? Wunderschön, der Bergsee hier oben. Gut gefüllt noch von der Schneeschmelze. Ich denke, ich bin richtig. Gemäss Karte geht der Wanderweg hier rechts am See vorbei. Und Ende See muss ich nach rechts zu. Gröll halten und versuchen, auf den Ostgrat hochzukommen. Ich versuche mich hier an der Karte zu orientieren. Navigationsgerät werde ich sicher auch mal einschalten. Ich werde den Weg noch aufzeichnen. Es war ein super Weg hier hinten. Eine herrliche Morgenwanderung hier in diesen 2 Stunden. Ich bin einigermaßen auf Wegweiserzeiten, eine Viertelstunde spät gestartet. Aber ich habe Reservezeit eingeplant und hoffe, dass ich hier rechtzeitig noch hochkomme. Jawohl, der Wegweiser bestätigt es leider weiss. Was auch immer oder wie auch immer man das ausspricht. Richtig, man kann über den Sertigpass hingehen. Richtig Sertigdörfli. Aber wie schon gesagt, ich muss da hinten durch. Über den Bach. Und dann irgendwie Gröll halten drauf. Hier am Ecken vom See bei den 2 Schneefeldern beschließe ich mal rechts zuzugehen. Das Navigationsgerät ist eingeschaltet und schaue mal, dass ich hier mal auf die erste Ebene hochkomme. Ein Gemisch von Steilgras und Grünhalde geht es hier drauf, Richtung Ostgrat. Bis jetzt brauche ich keine Steigeisen, das geht sonst relativ gut. Hoffen wir, dass sich das so weiterentwickelt. Schritt und Tritt geht es an Gröllhalden darauf. Ich bin schon etwas höher oben. Ich bin so eine Gras-Erde-Piste drauf. Und dann musste ich die Steigeisen anlegen, dass es etwas ringer war. Ja, und ich muss gemäss Karte und Navigation hier oben etwas links halten, dass ich dann den Ostgrat hier auch tüpfe. Es wird hier oben wieder ein bisschen flächer. Ich denke nicht 70-80 Meter hier in dieser Gröllhalde. Und nachher über auf den Ostgrat. Und dann werde ich mich mal neu orientieren, schauen, wie der Schwierigkeitsgrad ist. Und dann auch schauen, ob ich allenfalls Depot mache mit überflüssigem Gepäck. Nochmal einen kleinen Hüpfer. Und plötzlich bin ich in eine Art Talkessel gekommen. Ich glaube, der weitere Wegverlauf ist klar. Ich bin tatsächlich ein bisschen weit rechts rausgekommen. Das war aber vielleicht nicht schlecht gewesen. Der Einstieg und Aufstieg war ein bisschen einfacher gewesen, da, wo es noch ein bisschen Gras hat und ein bisschen Erde. Wieder nur Gröll halten darauf. Die kleine Korrektur von diesen 50 Metern, denke ich, ist kein Problem. Ich würde mal sagen, das hier hinten sieht nach Ostgrat aus. Ja. Und ich denke, ich muss es da irgendwo hindern. So, die Steigeisen wieder abgezogen da. Sie tropfen noch ein bisschen. Hat noch ein kleines Schneefeld gehabt da. Wieder verpacken. Im Gröll bringen die nichts. Und ich würde sagen, die nächste Runde ist Gröll. Muss dann mal schauen, wie die Höhe ist. Aber meine Vermutung ist, dass das hier oben das Ziel ist. Der Piz Murtelet. Und hoffen, dass wir einen halbschlauen Weg haben hier auf dem Ostgrat, dass wir plus minus mit T4 hochkommen. Sonst wird es schwierig mit dem Gepäck. Tja, wenn ich hier schaue,
Da können wir spontan Bilder vom Mars Rover da in den Sinn. Irgendwie alles braun und schuttig. Das Bild könnte wirklich vom Mars oder vom Mond sein. Beim Übertraversieren sehe ich, dass es zum Teil noch ein bisschen Schnee hat da zwischen den Steinen. Das ist von gestern und von der letzten Nacht, wo da Kaltfront kam. Ich habe gesehen, dass es auf 2,8, 2,9 geschneit hat. Ich denke aber, es wird Dauer an, also sicher der Ostgrad müsste eigentlich schneefrei sein. So hoffe ich zumindest. Am Morgen hat die Sonne angeschonen. Ich denke, das wird genügen, um die paar Zentimeter hier wieder wegzubringen. Ich laufe weiter Richtung Ostgrad. Ostgrad ist vorgekommen. Ich muss jetzt einfach überlegen, wie ich dort durchkomme. Wo ich am gescheitsten Hugang. Ja, ich denke, man kann es drehen, wie man will. Es wird wieder eine Gröllhalden-Aktion geben. Von der Schlussgröllhalde kommt das Schneefeld. Ich musste die Steigeisen noch einmal anlegen. Sonst komme ich da nicht drauf. Ich laufe nach links über auf den Ostgrat. Und bin dann eigentlich schon recht weit oben. Ich muss dann schauen, dass ich noch um die Türme herumkomme. Und dann ja, richtig Gipfel halten. Und schauen, dass man dort in dem Sinn das Ziel natürlich erreicht. Die Gröllhalde war schwierig. An gewissen Stellen ist man nicht durchgekommen. Einen Schritt durch, wieder runterrutschen. Unfreiwilliges Gröllsurfen, aber ich bin in der falschen Richtung. Hi. Ja, und ich habe dann einen Weg gefunden, Stein um Stein. Ich habe wieder hochgekämpft. Immer geschaut, dass ich ein bisschen Halt habe bei einem grösseren Stein. Und habe es geschafft, hier in eine kleine Nische. Es wird jetzt noch mal ein paar schwierige Meter geben. Der Grat ist aber nicht mehr weit. Ich habe festgestellt, 2900 Meter sind erreicht. Es fehlen knapp 100 Meter für die Aktivierungszone. Und wenn mich nicht alles täuscht, sollte das hier oben eigentlich der Grat sein. Ich würde mal sagen, etwa 50 Höhenmeter noch. Die Aussicht ist toll hier oben. Ja, es hat noch ein paar vereiste Steine gehabt. Ist noch nicht ganz aufgetaut, nach der letzten Kaltfront. Aber die Sonne scheint und es wird wärmer. Und ich denke, gleich wird der letzte Schnee auch noch weggehen. Der Ostgrat ist erreicht. Plötzlich bin ich hier oben gestanden. Die Gröllhalde war wirklich schlimm, zum Teil super kritisch. So. Mal schauen, wie wir hier weiterkommen. Jetzt müssen wir irgendwie den Grat noch bewältigen. Es hat einen Haufen Blöcke, die hier oben liegen. Irgendwie muss ich schräg gehen. Ich probiere das mal hier. Ja, man muss halt vielleicht korrigieren. Die Blöcke sind zu gross. Steigeisen wieder weg. Tja. Irgendwie muss es weitergehen. Es ist natürlich schon irgendeine Kraxlerei da drüben. Man möchte die Höhe, die man gewonnen hat, ja nicht einfach auch wieder so quasi vernichten. Da kommt mir doch gerade spontan der Hutstock da wieder in den Sinn. So. Aber eben, ich sage lieber,
da noch ein bisschen hochkraxeln, weil der Kröll halten. Das wäre jetzt doch wirklich noch schlimmer, wenn wir jetzt da noch mal Kröll halten hätten. Aber ich glaube nicht. Es sind alles grosse Blöcke. Ich muss einfach schauen, dass ich hinterher komme. Und immer leichter Aufgang. Dann müsste ich irgendwann mal da oben sein. Wenn es nicht mehr weiter runter geht, ist man da oben. Oh Herr Jemine, was erwartet mich da noch? Oh je, Wolf ist steigen. Die Werner geht es wieder runter. Ja. Es war doch nur ein Stein gewesen. Oi. Es ist Klettern 1 da oben, ganz klar. Jawohl, der Weg, wo ich komme. Unglaublich, die Blöcke. Und wie es zum Teil da liegt. Kreuz und quer liegt es da umeinander. Was ist denn da vorne? Geht aber nicht wieder runter. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Naja. Aha, Schwein gehabt. Es sind nicht 20 Meter. Ich glaube, da können wir oben runter. Sieht nach Schlussgipfel aus. Mal einen Blick aufs Navi. So. Also. Oben runter bin ich gekommen. Jetzt müssen wir irgendwie da noch drauf. Wow. Ist schon wieder schuttig. He? Schau, das Zeug ist alles ein bisschen labil. In der Aktivierungszone bin ich bereits. Das habe ich gesehen. Ich bin auf knapp 3000 Meter. Aber ich denke, auf dem Gipfel macht es sich doch besser. Wieder in der Aktivierungszone, da hinter dem Berg, kann ich euch nicht aktivieren. Da gehört mir ja niemand. Also, die letzten paar Meter auch noch hochlaufen.
Ah. Oha. Geht es nicht mehr weiter runter? In der Regel, wenn es nicht mehr weiter runter geht, ist es eigentlich der Gipfel. Die zweite Frage, die sich stellt, ist der richtige Gipfel? Ich habe vorher aufs Navi geschaut. Jawohl, es ist ein bisschen Mortelet. Es ist fast 12 Uhr. Hat doch noch ein bisschen Zeit gekostet hier drauf. Ich muss anfangen, das Zeug zusammenbauen und aktivieren. So, die Batterie ist gewechselt. QSO konnte ich vorhin machen. Leider konnte ich es nicht filmen. Die Batterie ist ja ausgegangen. Die hat ein bisschen zu kalt heute Morgen. Das liebt es nicht so. Und dann ist halt dann irgendwann einmal relativ schnell Feierabend. Und obwohl ich sie gewechselt habe, hat es nicht gelangt. Noch für QSO. Ich filme dann mal noch ein bisschen rundherum von diesem Berg. Ja, als ich den Gipfelaufbau gesehen habe, bin ich nicht ganz sicher gewesen, dass ich es schaffe. Aber bei diesen Felsen hat es gute Tritt gehabt und mir ist eigentlich relativ gut durchgekommen. Also Klettern 1 langt da ganz sicher. Und mit dem ja, ist dann eigentlich sichergestellt gewesen, dass man da eigentlich auch das Ziel dann erreicht. Da vorne ist ein bisschen Cache mit dem Gletscher. Irgendwo lärmt da noch ein Helikopter rum. Schmetterling hat es auch auf 3000 Meter, okay. So. Und dann sind wir doch da schon gleich wieder rundherum. Ich denke, mal noch ein bisschen pflegen. Das Gipfelbuch mal noch suchen. Irgendwo müssen ja da in diesem Steinhaufen, Entschuldigung, in diesem Steinmantel ja noch ein Gipfelbuch haben. Ich denke, da lohnt es sich, sich wieder mal einzutragen, da die 3000 Meter. Machen wir ja nicht jeden Tag. Und nachher schaue ich mal noch, ob irgendjemand rum ist. Ich will noch ein bisschen Sekur rufen. Und sonst da wieder vorsichtig oben runter gehen. Da unten ist der See, wo wir dran vorbeigelaufen sind. Die Gröllhalde, die ich hochgelaufen bin, die sieht fast flach aus. Ich könnte meinen, es sei irgendwie ein Tennisplatz oder ja, ein Hachplatz, Hotel India. Aber in Wirklichkeit ist das alles schräg, das ist alles verzerrt hier. Hinten dran sehen wir die Dukan-Kette. Und weiter vorne geht es dann wieder führen zu den Davoser Bergen. Ja. Sertig, Mondstein und irgendwo da hinten wird dann da auch Davos sein. Ich filme jetzt einmal ein bisschen drüber, Richtung Westen, wegen dem Dammastock für den André. Aber ich glaube, den wird man wahrscheinlich nicht sehen von da. Fürchte ich jetzt einmal. Ich höre tatsächlich jemanden rufen. Jetzt schauen wir mal, wer das ist. Da ist HB9, PIM, Portable, CQ Sota. Hörst du mich? CQ Sota, HB9 PIM Portable. Ja, es rauscht fest, der Name ist nicht durchgekommen. Vorsichtig, den Namen nochmal wiederholen. Das ist Hotel Bravo 9, Papa India Mike. Auf Golf Romeo 200, wer ruft? Echo Kilo India, ist das richtig? Echo India Victor. Echo India Victor. Richtig, QSL, QSL. Das QSO ist zustande gekommen, EIV, wunderbar. Tipptopp, sehr gut. Jetzt mal schauen, vielleicht bringen wir die Bergnummern auch noch irgendwie an. HB9 EIV, HB9 PIM. Ich bin auf Golf Romeo 200, ist das angekommen?
894, 894, ist das richtig? Negativ, negativ, 854, 854. Delta Mike Bravo Whisky, 854. QSL, 854. Ich tue es nachher gerade notieren. Ich tue es gerade notieren. Okay, René, geht ausgezeichnet, du bist jetzt sogar noch ein bisschen stärker gekommen. Jetzt die Referenz brauche ich noch eins. Golf Romeo 200. Okay, Bündnerland 200, da habe ich so aufgenommen, dass ich so eintrage da hier. Das geht ausgezeichnet. Ja, ich hatte die Antenne noch ein bisschen anders stehen. Ich muss sie 45 Grad heben, dann funktioniert es. Sonst geht es nicht. Ich muss mir es gerade notieren, dass ich habe im Moment alles hier im Kopf präsent und muss mir das schnell notieren. Vielen Dank fürs QSO. Ist eine erste Aktivierung hier oben. Okay, dann ist es wieder durchgekommen. Ohne Problem. Gut, merci für mal gut. Leider habe ich das Gipfelbuch nicht gefunden. Irgendwo in diesem Steinmantel müsste es sein. Aber ich weiss wirklich nicht wo, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ich denke, in so einem Fall müssen wir mal sicher mal das Navi noch mal anschauen. Dass man da wirklich klar kann sagen kann, dass wir da wirklich auf dem Berg oben sind. So, ich hoffe, das ist sichtbar. Und ich werde nachher auch noch einen Track aufzeichnen. Aber so, wieder auf dem Abstieg. Umgang in den Vorgipfel links. Gerade unmittelbar von diesem grossen Felsen. Ein Teil vom Schlussgipfel habe ich schon gemacht, bin ich schon runter und muss jetzt hier durch. Und wenn das funktioniert, dann wäre das ein bisschen eine Vereinfachung zu dem von vorher. Es hat funktioniert, das Schlimmste ist geschafft. Ich gehe hier den Ostgrat wieder durch ab. Und dann links Gröllhalde durch ab. Und wieder den gleichen Weg retour. Ja, bei der Gröllhalde wird es etwas schneller gehen. Dort will ich nicht so lange haben wie beim Aufstieg. Kann man dann mal schauen, ob man da ein bisschen Gröll surfen kann. Ja, und für uns heisst das eigentlich hier in dieser tollen Umgebung wieder Abschied nehmen. Ganz eine tolle Aktivierung war da zwischen Davos und dem Engadin da auf dem Piz Murtelet. Toll, sind wir wieder dabei gewesen. Und der Sommer kommt, der Sommer hat angefangen. Wir werden sicher noch ein paar schöne Touren machen können. Bis zum nächsten Mal, ade miteinander.